Metro Redax Folge 5. Willkommen zurück. Wir haben uns ein wenig auf den Markt geschlichen. Und wir müssen jetzt ein Drehkreuz. Hui! Was interessiert dich das denn? Hui! Ich treffe mich heute mit ihr danach, mein. Aber ich komme da nicht durch. Nein, sie hat mir versprochen. Hui! 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 Sag das nochmal, du Arschloch. Sag das, was? Was hat der denn hier für einen Tonfall? Wo bin ich denn? Was ist hier los, Männer? Da kommt schon das Schiff. So, wir müssen ein paar. Beweg dich, Junge! Wow. Bewegung! Ja. Wir müssen ein paar Filter kaufen. Der Boss ist beschäftigt. Komm später wieder. Okay, der Boss ist beschäftigt. Ich komme später wieder. Wir müssen ein paar paar Filter holen. Und mir ist übrigens aufgefallen, dass in den ersten Aufnahmen, ich nehme jetzt die Folge 5, nachdem ich die ersten 4 schon so ein bisschen am Rendern bin zwischendurch, ist mir aufgefallen, dass doch der Gamma-Wert doch ein wenig höher gedreht werden könnte, ja. Sonst seht ihr ja gar nichts. Ich meine, für mich ist es ein bisschen heller, aber für euch ist es schon verdammt dunkel. Huch, da liegt ja Munition. Beklauen wir die einfach mal. 2 Patronen, na super. Was? Wo war die denn? Die Patrone. Ich sag ja, die ganzen Barkeeper saufen immer alles selber. Ja, das ist, deswegen sind die auch immer blau. So, hier ist der Markt. Hier gibt's sogar Einkaufswagen. Wie ulkig. Was gibt hier bei dem? Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Huch, hallo? Sag mal, gehst du mir mal aus dem Bild? Du hässlicher Vogel? Hallo, geh weg! Geh doch! Warum bist du hässlich? Geschreddertes Zeug. Geschredderte Holzspäne. Mein Gott, was ein Esel. Läuft er mir auf die Füße. Oh, wie süß. Ach, ich dachte, wenn Häschen. Ratten. Schweine. Professor hat gesagt, wenn Kinder zu weit weggehen, werden sie von den Mutanten gefangen. Und die Mutanten fressen die Gehirne der Kinder. Und dann werden die Kinder auch Mutanten. Wenn du also deinen Freund triffst, kommt er näher und dann wird dein Gehirn gefressen. Wow, cool. Wow, cool. Ob das so cool ist, weiß ich nicht. Ich will es gar nicht wissen. Oh, geil. Boah, cool. Da ist schon wieder so ein Shop. Hansa. Da ist übrigens das Hansa. Das Hansa-Zentrum. Na du? Geht deine Strumpfhose auf den Kopf? Der Durchgang ist nur für Bewohner und lokale Arbeiter offen. Aha. Schön. Schon cool gemacht. Oh, hier ist ein neues Metro-Buch. So, also. Eintrag Nummer 2. Filter. Scheinbar sprechen die Stalker über nichts anderes. Sie brummen ständig, dass keine Filter mehr zu bekommen sind. Nicht nur die unbenutzten, sondern auch die brauchbar aufgefüllten. So. Dass jene, die die Filter auffüllen, weil sie solche Mistkerle sind, nicht genug Kohle einsetzen und dass man schon nach einem neuen greifen muss, wenn man gerade damit fertig ist, den vorigen in die Maske einzusetzen. Aber, was auch immer sie über die Filter sagen, Stalker halten sie für wertvoller als Patronen.
Doch auch das ist kein Wunder. Man kann über die Oberfläche schleichen, ohne jemals von den Mutanten gefunden zu werden. Aber vor der vergifteten Luft gibt es kein Entrinnen. Ja. Die ist ja so verseucht, die Luft. So, was haben wir hier? Ja, Chef, das sieht ein bisschen komisch aus. Das. Huch. Soll ich dir helfen? Danger, High Voltage. Na, wenn das mal. Huch, wenn das mal gut geht. Stop Exchange. So. Patronentausch. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Patronentausch. Wir sind eigentlich relativ gut ausgerüstet. Muss ich sagen. Stahlkugeln. 15 mm Stahlkugeln aus Kugellagern wurden aufgrund ihrer glatten Oberfläche und ihres ausreichenden Vorhandenseins in den Mechanismen der Metro zur Idealmunition für manche selbstgebaute Waffen. Achso, das war das, was wir gefunden haben in der Folge 2 oder so. Ui. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Ja, ja, ich kauf gleich mal. Okay, hier können wir natürlich auch anpassen und verbessern. Ich werde mal gucken, ob ich mal die, das ist das Sturmgewehr, was wir haben, ne? Zieloptik, Lauf, Verschiedenes. Kühlkörper, besteht das Hauptproblem des, Bastards? Achso, ist das Hauptproblem des Bastards. Seine Neigung zum Überhitzen. Überschüssige Hitze wird über dünne Lenkflossen aus Metall vom Lauf abgeleitet. Aha, kostet 40. Kolben. Dieser automatische Kolben gibt dem Geschütz mehr Kontrolle über den Bastard, was vor allem bei der Vollautomatik hilfreich ist. Und Laservisier. Ah, gut, Laservisier brauche ich nicht unbedingt. Das mit dem Körper. Kühlkörper ist schon gar nicht mehr so schlecht, aber. Was ist denn mit dem Lauf? Schalldämpfer? Nee. Ich glaube, ich werde mal den Kühlkörper zulegen. Habe ich den jetzt? Achso, den habe ich jetzt angebracht. Ja, habe ich das jetzt richtig? Kühlkörper von Bastard entfernen. Du bekommst dann... Nee. Also ist er jetzt dran. Okay. Anpassen. Was haben wir hier? Kolben. Der Federkolben, der vom Schmitz Waffenexperten gebaut wurde, kompensiert den Rückschusseffekt und erhöht somit die Genauigkeit der Waffe. Ergonomischer Griff macht die Handlung der Waffe einfacher und verringert den negativen Effekt des Rückstoßes auf die Genauigkeit. Laservisier. Aber wir sollten nicht zu viele ausgeben, weil wir ja noch die Filter kaufen müssen. Sonst stehe ich gleich da. Was? 20 Patronen nimmt der dafür? Das ist aber viel. Eine Patrone für Messer. Oh, hier gibt es sogar... Oh, hier gibt es sogar... Gramm. Oh. Erste Hilfe? Erste Hilfe können wir mal, kostet 10. Nehmen wir mal zwei sind Stück. Immer nützlich. Wir sollen Filter kaufen. In den Jahren nach dem Krieg wurden alle verfügbaren Filter aufgebraucht und immer wieder aufgefüllt. Daher reichen sie jetzt nur noch für 5 Minuten. Trotzdem berechnen die Händler für jeden weiteren Filter immer mehr. Nehmen wir mal so bis 20 Minuten. Das dürfte mal reichen, denke ich mal. Dann können wir nämlich noch, was haben wir denn hier? Brandgranate. Diese primitive Brandwaffe ist kaum mehr als eine Flasche voller Benzin. Trotzdem sehr gefährlich, wenn man sie geschickt einsetzt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Handgranate, die provisorische Granate... Hallo, ich erkläre gerade was. Halt die Schnauze. So, diese provisorische Granate ist im Wesentlichen ein Stahlrohr, das mit Sprengstoff gefüllt ist. Sie kann jedoch sehr tödlich sein, wenn sie nah genug an ihr Ziel... Wenn sie nah genug an ihrem Ziel detoniert. Ja gut, Wurfmesser. Obwohl, so zwei Granaten werde ich, glaube ich, mal mitnehmen. Obwohl, wir können... Sie müssen aber bis 5 zählen können. Bis 5 zählen können, ha! Wenn wir mal... Noch mehr kann ich nicht verkaufen. Wenn wir... Der Rest ist reserviert. Ja, 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 als ob der Rest reserviert ist. Willst du mich verarschen? Sehr schön. Gut, da können wir trotzdem nochmal gucken hier bei, dem Revolver anpassen. Was haben wir denn hier? Kolben und Griff.
Das ist aber ein geiler Griff, ein geiler Kolben. Der Kolben und der Griff, die an die Pistole gebaut werden, machen daraus im Wesentlichen einen kurzläufigen Karabiner. Das Hochreißen der Mündung wird dadurch verringert, was die Genauigkeit stark erhöht. Laserwirr ist eigentlich uninteressant. Klingt gut. Zieloptik haben wir ja schon drauf, ne? Ah ne, zweifache Zoom-Optik haben wir jetzt. Kostet aber mal so eben läppische 45 Patronen. Da weiß ich gar nicht, ob wir das... Ich glaube, ich spare erstmal noch ein bisschen. Ich bin ja auch immer so ein Sparfuchs, was sowas angeht. Ja, wie auch immer. So, wir haben jetzt Filter gekauft. Was haben wir hier? Okay, hier kommen wir noch nicht hin. Hier lag irgendwas mit Mund... Patrone, oder? Was? Was habe ich denn? Zurücksetzen? Herausforderung? Herausforderung? Was denn? Was? Was ist denn das? Kann ich hier... Ach so! Herausforderung Nummer 1. Herzlich willkommen. So. Yay! Yeah! Juppie! Haha! Können wir nachladen? Los geht's! Ja! Hey! Wiedergefunden! Dude! Mann, jetzt können wir aber echt gut. Nein. Yay! Ich hoffe, ich verballer nicht hier meine Munition, aber ich denke mal nicht, oder? 46. Dude! 3, 2, 1 und go! Oh, was kommt denn jetzt? Rot? Das ist ja einfach. Lad nach. Nee, wir verbrauchen da keine Munition mit. Hallo, die kommen immer näher, die Dinger. Oh. Das ist bestimmt Finalrunde jetzt hier. Eieieiei. Wir dürfen wahrscheinlich nicht, dass die ganz nach vorne kommen. Sollten wir uns mal ein wenig beeilen? Aber der Revolver ist aber auch eine dämliche Wahl dafür. Ah, jetzt hier. Ha. So, jetzt aber hier. So. Huch, nein. Nicht gewonnen, die Finalrunde. Was jetzt? Hallo? Ach so, das geht einmal komplett. Ach so, der Durchlauf kommt einmal komplett. Wah. Hallo? Ja, lad nach, komm, lad nach. Hallo? Die gehen überhaupt nicht kaputt, die Dinger. Ja, toll, das bringt's jetzt auch mit der Flinte-Reflex. Ja, natürlich, das bringt's jetzt mal voll. Aber mal volles Rohr bringt das jetzt was, Reflex. So, mal ganz schnell jetzt hier. Puh, das ist gar nicht so... Habe ich meine Lampe noch an, oder? Jo, tatsächlich. Tatsache, ich habe meine Lampe noch an. Entschuldigung. Ja, ich bin offen. Das ist wie auf der Kirmes. Nee. Ja, Herausforderung 4 wird wahrscheinlich immer wieder 4 so laufen.
Dann kriegt man bestimmt hier das Ding, wird wahrscheinlich dann offen gehen. Aber man muss erstmal die Herausforderung schaffen, deswegen erstmal zurücksetzen. So. Ja. Das heißt für uns, wir gehen natürlich wieder der Story vor. Huch. Nachgeladen habe ich, ne? Ja, habe ich nachgeladen. So. So. Ein bisschen zu teuer. Ja, ja, ich weiß. So sehen meine Klamotten auch immer aus, montags morgens. Nach einem harten Wochenende. So. Ja, da ist er ja schon. Also, ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Keine Ahnung. Oh, das Drehkreuz jetzt? Ja, Drehkreuz. Milchstraße, aber das wird den kleinen grünen Männchen nicht viel sagen. Muss ich hier durch, oder was? Hallo? Nö. Hallo? Als wenn du es nicht wüsstest. Hui! Hui! Halt die Klappe und verschwinde. Hui! Ich habe bereits gezahlt, Micha. Hallo? Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst... Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. Ich war einfach nur Geschäfte ein mit dir zu machen. Ja. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher? Okay. Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Market. Market. Hier ist die Moskauer Metro. Ende. Oh oh. Oh oh. Die nehmen alle schon die. Ich weiß schon, warum wir die Filter geholt haben. Die Luft ist weiß. Los! Danke. Viel Glück, Leute! Ja, dann geht's. Dankeschön. Ich will da gar. Alter, ich will da gar nicht raus. Alter, ich will da gar nicht raus. Bewegung, Junge! Alter, ich will da gar nicht raus. Ich will da gar nicht raus. Ich will da gar nicht Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, Brunste Börden. Willkommen zu Hause, Artyom. Willkommen zu Hause, Artyom. Ja, das freut mich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, Maske auf. Und jetzt ganz vorsichtig. Ach du Kacke. Was ist denn das? Achso. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Oh ja, ein sehr Stalker. Glücklicher. Diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Ach, wie süß. Mun, alles, was du bist ja ein Hübscher. Du bist ja ein Hübscher. Was bist du denn? Komm mal her. Komm mal her, hallo. Bleib doch mal hier. Hallo. Oh, was ist das denn? Durchsuche den Raum sorgfältig. Vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Wo kommst du denn her? Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Ja, ja, ja. Oh, wie schön. Oh, wie süß. Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt. So, er sagte irgendwas von... Er sagte irgendwas von Umsehen. Es könnte sein, als... Danke, finden mein Freund. Fänden wir ein Lager? Die sind ja überall hier, die Dinger. Fänden wir ein Lager? Oh, ein Filter, sehr schön. Was, 2 Minuten schon verbraucht? Gibt's doch gar nicht. So lange läuft die Aufnahme noch niemals. Doch. Okay. Ja, von mir aus... Achso, nee, warte mal. Hier ist noch eine Tür. Pass auf, jetzt hier. Jetzt finden wir bestimmt hier irgendwas Cooles. Ich würde gerne mal drauf schießen. Oh!
Parkposition erreicht. Finale für ihn. So, da haben wir noch ein bisschen... Oh, ein Telefon. Ring, 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 ring. Bananaphone. Was habe ich jetzt aufgesammelt? Was war das? L1 gedrückt haben, um den Filter zu wechseln. Und dann X drücken. Das geht aber ganz schön zügig. Muss ich ja mal sagen. Bereit? Gehen wir. Ja. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Okay, ich will nur die AK, mehr will ich gar nicht. Alter, sieht das geil aus. Oh, Grafikkuchenreflex. Was? Versteck dich, Junge. Was? Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Ja, ich nenne sie Scheißkerle. Du. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Für ein 4 Jahre altes Spiel nochmal so aufgehübscht, der finde ich echt cool. Spring, ich fang dich auf! Was? Wieso hat er mich nicht aufgefangen? Will er... Ja, hahaha. Vollidiot. Wir treffen uns irgendwo. Du musst heißt es jetzt wahrscheinlich, oder? Gehen, nicht in die Pfützen treten, aber ja, klar. Sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Sehr witzig, du Ochse. Iss kein gelben Schnee. Der Witz ist schon uralt, aber immer noch gut. Touchpad gedrückt, um den Kompass zu benutzen. Ja, super, ganz toll. Das kann ja nur heiter werden jetzt hier. Jetzt sind wir erst einmal alleine unterwegs. In dieser... in dieser Metro-Welt. Huch. Ich kann da nicht rein. Was? Geh weg, du stinkst. Alter, mit den Filtern... Boah, mit den Filtern ist aber eine ganz schöne... Scheiße. Das geht ganz schön schnell zur Neige. Das heißt, wir müssen uns ein wenig hier beeilen. Oh Gott, wir sind doch hier nicht allein. Ich sehe es doch schon. Hier war irgendwas am Liegen. Aber ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Da. Was? Ach, das ist eine neue Maske gewesen. Wow, was? Alter, stirb! Warum sterben die denn nicht? Die Scheißviecher sterben nicht! Wollt ihr mich verarschen? Alter, die alten Scheißviecher sterben nicht! Was ist denn das? Oh, hier ist ein Safe, aber den kann... Doch, den kann ich öffnen. Wow! Alter, das sind zu viele! Das sind zu viele! Sparsam umgehen heißt die Devise, glaube ich, in dem Spiel. So, toll, jetzt habe ich wieder keine Munition mehr. Ja, ganz toll. Ganz großes Kino-Reflex. Ganz großes Kino. Wir sollten schleunigst auf jeden Fall auch gucken, dass wir hier... Aber so mit groß mit umsehen wird ja dann nicht sein, weil... Ich meine, man muss ja auf seine Filter achten. Auf sein Leben natürlich auch noch. Und natürlich... Hallo, mein Freund. Oh, da sind ja viele Patronen drin. Wow, ganz toll. Gut, dann werden wir mal nach oben fitschen. Weil es sieht für mich danach aus, als ob wir doch nach oben müssten. Ich bin so gespannt. Ich finde das so cool. Es ist so geil. Entschuldigung, wenn ich mal cool sage. Aber ich finde das geil, das Spiel. Irgendwie hat das was. Das hat einen gewissen Flair. Ich stehe ja sowieso total auf so Story-Dinger, so. Was? Was retten? Den hat's ja mal völlig zerfetzt.
Ich frage mich auch gar nicht, wie wir hier die Granaten und sowas einsetzen, weil ich habe jetzt keine Info bekommen, wie wir Granaten schmeißen. Sind wir selber so ein bisschen wuschi-wuschi oder... Oder was ist mit Atium los? Ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe es gerade gar nicht irgendwie. Was war das? Was war das? Da war was. Da war doch was. Warum ist da ein Pfeil auf dem? Oh nee, da möchte ich aber noch nicht lang gehen. Ich möchte erstmal mich hier oben umsehen. Oh, jawohl. Ist da unten irgendwo unser Kollege? Ne. Okay, man könnte jetzt hier lang gehen. Mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden, so viele Wege. Das ist immer das Schlimme bei solchen Spielen. Ich kann mich dann nie entscheiden, wo ich dann lang gehe. So. Ich gehe mal jetzt erstmal... Ah ne, komm, wisst ihr was? Jetzt gehe ich erstmal hier lang. Das sieht so aus, als könnte man... Ja, man kann da unten lang. Aber ich möchte doch lieber den Fahrstuhl nehmen. Weil da draußen sind irgendwelche Geräusche. So. So, wo komme ich jetzt hin? Achso, das ist die Metallkugel. Mach das Licht aus. Alter, mach das Licht aus. Bist du bescheuert? Ja, ja, jede Menge Munition. Jede Menge Munition. Und ich wette mit, dass da gleich was auf uns zukommt. Da gehe ich ganz stark von aus, dass... Klingt förmlich danach. Hä, was? Was, wo ist der Fahrstuhl hin? Achso. Achso, wir müssen nach unten. Ach, die Pfeile sind... Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Wie nehme ich, wie nutze ich denn Granaten? Ich muss doch irgendwie Granaten wählen können, oder... Was? Wie wähle ich denn Granaten aus? Entschuldigt bitte, dass ich nochmal auf die Option gucke, aber... Wie schmeiße ich denn Granaten? Nicht definiert. Feuerzeug, Medipack, Sprinten, Nahkampf, Schießen, Sekundärwaffe? Ah, Sekundärwaffe R1. Das könnte natürlich R1 sein. Könnte natürlich sein. Oh! Das war nur ein Messer! Was? 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 Was war das denn? Was war das denn? Was? Der Revolver ist gar nicht mal so schlecht. Geh weg, du stinkst! Geh weg! Wo fliegt der denn so? Ja. Wie es da weitergeht, sehen wir in einer weiteren Folge. Macht's gut. Ciao.